In ganz Europa steckt die Sozialdemokratie in einer großen Krise. Hierzulande hat es die SPD nicht leicht und kämpft seit Monaten mit einem Umfragetief. Aber was nun, liebe SPD? Die Europawahl steht vor der Tür und nun will die SPD mit ihrer Bundesjustizministerin in den Wahlkampf. Was will die SPD für Europa tun und wie will sie aus dieser Krise herauskommen? Jetzt im Blue Talk mit der Spitzenkandidatin der SPD und Bundesjustizministerin Katharina Barley. Barley, wie viel Europa steckt denn in der Person, Katharina Barley? Ich bin Europa von Kopf bis Fuß. Mein Vater ist Brite, meine Mutter ist Deutsche. Ich habe ein Jahr in Paris studiert, dort einen Mann kennengelernt, der halber Spanier, halber Niederländer ist, den geheiratet, mit dem zwei Kinder bekommen. Jetzt leben wir alle in der Region Trier, also Deutschland, Luxemburg, Belgien, Frankreich. Ich glaube, viel mehr Europa geht nicht. Aber bevor wir zu Ihrer Europakandidatur kommen, ist ja bei Ihnen außergewöhnlich, dass Sie von allen Spitzenkandidaten die einzige sind, die ein Amt im Moment hat, also als Ministerin. Sie waren vorher Ministerin für Familie, Jugend, Senioren und Frauen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau so, ja. Und jetzt Justizministerin. Genau. Und Verbraucherschutz. Und Verbraucherschutz. Welches der vielen oder welches der beiden Ämter hat Ihnen am meisten gefallen? Ich habe ja zwischendurch auch noch das Ministerium für Arbeit und Soziales geleitet, ein halbes Jahr lang zusätzlich. Das hat alles seine schönen Seiten. Natürlich ist das Familienministerium eins, wo man wirklich nah dran ist, so, wo man sehr schöne Termine machen kann, Jugend fördern, stärken, Frauenförderung, LGBTIQ auch. Das lag mir sehr nah, menschlich. Justiz ist halt mein Job mein ganzes Leben lang gewesen, habe ich auch viel Herzblut für. Das hat alles seine Vorteile. Sie sagten, Justiz ist so das Herzblut. Auch gerade jetzt im Justizministerium liegt ja einiges auf dem Tisch, beziehungsweise mussten Sie sich ein bisschen mit Kompromissen zufrieden geben. Stichwort drittes Geschlecht. Wie hart nagt das an einem, wenn man eigentlich mehr haben möchte? Naja, das ist nun mal Politik, wenn man was verändern will. Also man kann natürlich immer im Rahmen der Parteiarbeit kann man immer 100% fordern und wenn man in der Opposition ist, kann man auch mal 120% fordern. Aber wenn man wirklich was bewegt, also in der Regierung, dann muss man Kompromisse schließen, weil wir nun mal absolute Mehrheiten so gut wie nicht haben. Und ich finde, dafür haben wir in der letzten Legislaturperiode schon, Herr Maas hat da schon echt viel geschafft. Und jetzt mit dem dritten Geschlecht, das ist nicht so, wie ich es haben wollte, das stimmt. Ich hätte da bei den Anforderungen noch weniger gehabt, eine reine Erklärung. Wir machen jetzt nochmal die Transsexuellen extra. Das war von Anfang an nicht geplant, dass es da reinkommt. Ich habe in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, Operationsverbot bei intersexuellen Kindern. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wir werden ja auch beim 175 noch was machen bei der Entschädigung. Wie sieht es da aus? Das sieht gut aus. Wir haben in den Haushaltsverhandlungen das Geld bekommen, um jetzt von den sehr strengen Kriterien des bisherigen Entschädigungsrechts zu so einer Art, untechnisch gesprochen, Fondslösung zu kommen. Also, dass wir auch Menschen, die nicht in Haft waren, weil sie wegen 175 verurteilt waren, dass sie auch Entschädigungen bekommen können. Das wird jetzt in allernächster Zeit an den Start gehen. Also kann man noch sagen, bevor Sie nach Brüssel gehen? Auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu Brüssel. Sie haben ja auch eine Karriere hingelegt, die relativ schnell war. Sie sind ja, waren eine Legislaturperiode als Abgeordnete, dann ging es schon. Nee, es war noch in meiner ersten Legislaturperiode. Das ist sogar noch in der ersten Legislaturperiode Ministerin geworden. Ja. Und jetzt nach Brüssel. Kann man ja so denken, na, Ministerin hat sie doch nicht so gerne gemacht, wenn sie jetzt auf einmal dann doch eher lieber, böse gesagt, das Weite sucht. Im Gegenteil. Es stimmt, es ist das allererste Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine amtierende Ministerin oder ein amtierender Minister sich für eine Europakandidatur bewirbt. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, mein ganzes Leben ist Europa und ich habe durchaus auch nicht sofort zugesagt, das ist ja auch bekannt, weil ich das sehr, sehr gerne mache und das Tolle ist auch wirklich was gestalten und bewegen zu können. Aber erstens ist Europa in einem Zustand, dass jetzt wirklich die aller überzeugtesten Europäer und Europäerinnen dahin müssen, wie ich finde. Und zum anderen liegt es auch daran, dass es meiner Partei, die ich sehr liebe, der SPD, im Moment nicht so gut geht. Und ich habe gesagt, da will ich auch die Verantwortung übernehmen. Wir brauchen jetzt an der Spitze so einer Kampagne auch jemand,
ja, der das oder die das überzeugend verkörpern kann und die auch diese Partei mitzieht. Und ich hoffe, dass ich das kann. Sagen Sie, der SPD geht es nicht gut, aber der Sozialdemokratie in ganz Europa ist nicht so gerade gut. Wie soll die Sozialdemokratie in Europa wieder stärker werden? Das stimmt nur bedingt. Also wir haben in Portugal, wenn ich Frankreich sehe, haben die Sozialdemokraten eigentlich kaum noch was zu sagen. Das stimmt. In Frankreich ist es ja so, dass wir so eine Polarisierung haben. Es gibt eigentlich nur noch Macron oder Le Pen. Also wir haben Länder, wo wir stark sind. Und in Deutschland wollen wir natürlich auch wieder stärker werden. Dafür braucht es im Wesentlichen, sagt eigentlich jeder immer, wir machen eine gute Arbeit. Ja, wir sind diejenigen, die wirklich die guten Inhalte liefern. Wir brauchen im Wesentlichen, dass so auch unsere eigenen Leute wieder stolz sind auf die Partei. Und das will ich auch wieder passieren. Seit Jahren liegt auch in Europa, in Brüssel, eine Richtlinie, die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie. Schon eigentlich geht die jetzt schon ins 11. Jahr, wo auch Deutschland immer wieder blockiert hat, diese umzusetzen. Ist das was, wo die SPD sich dann in Europa stärker engagieren möchte? Auf jeden Fall. Das ist, die ganze Antidiskriminierungsgesetzgebung haben wir ja auch in Deutschland massiv selber mit vorangetrieben. Aber es ist halt so, ne? Wir haben halt nun mal ist jetzt die vierte Kanzlerschaft Merkel. Konservative Politik ist dann eben immer in der Mehrheit und dann gibt es halt auch Sachen, die man nicht durchkriegt. Und dazu gehören gerade immer diese gesellschaftspolitischen Themen, da ist es immer besonders schwierig. Aber unter den vier und ehrlich gesagt, das wäre auch genau so, wenn andere Parteien mit denen koalieren würden. Es wird ja immer so getan, als wären da andere jetzt irgendwie die besseren Menschen. Nee, die müssten da genauso kompromissieren. Ja, aber sagen wir, die vierte Kanzlerschaft von Frau Merkel, darunter drei mit der SPD. Dennoch nicht umgesetzt. Wie gesagt, Sie waren ja jetzt oder sind ja noch Justizminister, waren Familienministerin, also das passt ja genau in Ihr Ressort und deshalb und immer noch nicht. Ja, das ist ja so irgendwie so gegen Windmühlen. Ja, also erstens sind wir ja nicht allein in Europa, aber es stimmt, dass wir müssen uns dann in Deutschland auf eine Regierungsmeinung einigen. Das ist bei allen europäischen Dingen so. Und das ist nicht immer einfach. Und gerade bei den gesellschaftspolitischen Dingen, also bei LGBTIQ-Themen, aber auch bei frauengleichstellungspolitischen Themen, haben wir das immer wieder, dass halt die Union da auf einem anderen Baum sitzt als wir. Und das haben wir bei vielen Dingen gesehen. Und es muss immer wieder der Konsens hergestellt werden. Und das ist nicht immer einfach. Aber wie gesagt, das ist eine Frage von Mehrheiten. Jamaika, die haben es nicht hingekriegt. Ehrlich gesagt, die hätten dann bei dem Thema wahrscheinlich auch nichts anderes gemacht, weil dann hätten wir immer noch eine konservative Kanzlerin. Gut, dennoch in Europa haben wir ja auch das Problem des Rechtsrucks. Ja, gerade in Osteuropa, und deshalb sagen ja viele, diese Wahl ist besonders wichtig für alle Europäer. Wie will die auch die SPD oder die Sozialdemokratie in ganz Europa dies verhindern? Nehmen wir an Ungarn mit Herrn Orbán, wo ja auch LGBT-Rechte mit Füßen getreten wird. Polen haben wir eine sehr massive negative Entwicklung. Da habe ich das Gefühl, da ist Europa schwach, macht nichts, sagt nichts, sondern erst, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Also das ist genau der Grund, weshalb ich jetzt nach Europa gehen will. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte, das ist genau mein Urthema immer schon gewesen, auch vorher in meinem Beruf. Und genau diese Entwicklungen sind es, die es wirklich jetzt erfordern, dass wir alle alles tun, was wir können. Und wir haben ja Möglichkeiten. Also wir haben jetzt das Artikel 7-Verfahren eingeleitet. Das ist ein offizielles Verfahren, wo man am Ende der Stimmrechtsentzug stehen kann gegen Polen und Ungarn. Ist aber jetzt ein stumpfes Schwert geworden, weil wir Einstimmigkeit brauchen der anderen Mitgliedstaaten. Und da decken sich jetzt natürlich Polen und Ungarn gegenseitig. Aber wir haben auch andere Möglichkeiten. Also der Europäische Gerichtshof zum Beispiel hat bei der Unabhängigkeit von Gerichten hat er jetzt ein Urteil gefällt. Es kann auch gut sein, dass er bei den LGBTIQ-Rechten entsprechend entscheidet. Da gibt es auch schon Entscheidungen, zum Beispiel, dass in anderen Mitgliedstaaten geschlossene Ehen anerkannt werden müssen und so weiter. Wir haben immer noch den Hebel der Finanzen. Auch das wird ja immer stärker diskutiert. Und wir sehen, dass die Europäische Union da mehr tun kann, auf jeden Fall, als wenn diese Staaten alleine wären. Also das wäre ja die Alternative, wenn wir nur Nationalstaaten wären, dann hätten wir überhaupt keinen Weg. Letzte Frage. In der beim Bundestagswahlkampf mit Martin Schulz hatte die SPD, sagen viele, den Fehler gemacht, man hat ihn den großen Europäer genommen und hat ihn ins kleine Würsele gesteckt. Wie sieht der Wahlkampf
mit einer Katharina Barley aus. Also bei Martin Schulz muss man sagen, wenn man da den Europawahlkampf gemacht hätte, nachher sind immer alle super schlau, ne? Deswegen wird mein Wahlkampf ein sehr dialogorientierter sein. Also ich will nicht vorne stehen und die Leute zuquatschen, sondern ich will möglichst viel Fragen und Antworten geben. Da können wir uns also gespannt sein. Vielen Dank. Ich hoffe. Dankeschön.